Vielen Dank. Ich muss voraussagen, ich habe seit Jahrzehnten keinen Vortrag in Deutsch mehr gehalten. Und deswegen wird das jetzt ein bisschen holprig, denn mir ist gesagt worden, ich müsste das unbedingt auf Deutsch machen. Und ich werde es auch mal versuchen. Aber in der Fachsprache fehlt mir wirklich das Vokabular manchmal. Zunächst mal hier ist der Disclaimer. Das heißt also, was ich heute hier vortrage, ist lediglich ein Forschungsergebnis und stellt in keiner Weise eine offizielle Position des IWF dar. Ich habe die letzten Jahre teilweise damit verbracht, alte Bücher zu lesen. Von Geldreformen der 30er Jahre und auch früher. Und dann die große Depression war da natürlich ein Schlüsselereignis. Und zu der Zeit sind also ganz profunde Sachen veröffentlicht worden von Ökonomen, und ich würde argumentieren, dass die den heutigen ökonomischen Forschungsergebnissen weit überlegen sind. Dass damals sehr viel tiefer über das Geldwesen nachgedacht worden ist als heutzutage, und Irving Fisher und Simons, das sind also meine Paradebeispiele. Friedman zumindest mal in dieser Hinsicht hat also auch dem Chicago-Plan einige Jahre später dann zugestimmt. Und dieser Chicago-Plan, was hat es damit auf sich? Es geht um Vollgeld, es geht darum, die Geld- und Kreditfunktionen des Finanzsystems zu trennen und für die Geldfunktion soll also eine hundertprozentige Deckung durch öffentliches Geld oder durch Reserven Pflicht werden. Und für den Kredit, ein privates Kreditsystem wird also weiter bestehen, aber es kann nicht mehr finanziert werden durch die Geldschöpfung der Banken ex nihilo. Das ist also dann unter diesem System nicht mehr erlaubt. Das sind natürlich alles Argumente, die in irgendeiner Weise auch schon bekannt waren, obwohl sie eigentlich verschüttet waren während vieler Jahrzehnte. Aber was wir jetzt hier gemacht haben, ist diese Argumente in ein Modell, ein modernes, neoklassisches Modell, neoklassisch, was die Techniken angeht, die wir benutzen, um das Modell zu lösen, in ein solches neoklassisches Modell einzubauen. Es ist also ein Modell, das viele Bausteine hat, die von der Geldtheorie schon bekannt waren, aber das Geldsystem, was wir da reingebaut haben, das Bankensystem, das war in der neoklassischen Theorie in dieser Weise nicht bekannt, denn ich glaube, die neoklassische Theorie versteht die Banken überhaupt nicht. Und das haben wir jetzt hier also versucht zu korrigieren. Ich habe natürlich heute nicht sehr viel Zeit und ich werde deshalb nur eine kurze Zusammenfassung abgeben. Ich kann das Modell auch gar nicht richtig vorstellen, obwohl ich da zumindest mal vier Slides habe, die wichtigsten Tatsachen des Modells vorstellen. Was wir in dieser Arbeit gefunden haben, sind sechs Vorteile des Chicago-Plans. Vier sind in dem Buch 100% Money von Irving Fisher schon aufgezeigt worden, aber weil wir das jetzt in ein Modell reingestellt haben und damit auch die ganzen Wechselwirkungen zwischen dieser Reform und der Realwirtschaft etc. etc. alle erfassen mussten, haben wir auch noch zwei weitere Vorteile gefunden. Ich fange jetzt zunächst mal mit den vier Vorteilen von Irving Fisher an. Und dann am Ende noch Nummer 5 und 6, das sind die Vorteile, die wir in unserem Modell gefunden haben. Zunächst mal eine sehr viel bessere Kontrolle von Konjunkturzyklen wird ermöglicht. Da muss man dann zunächst einmal feststellen, wenn man das modellieren will, dass die Hauptfunktion von Banken in unserem heutigen Geldsystem die Geldschöpfung und Zerstörung ist. Während die gesamte neoklassische Theorie bis vor einigen Jahren zunächst mal überhaupt keine Banken hatte, das stimmt nicht ganz, da gab es schon so ein bisschen Arbeit von Kittlen zum Beispiel, aber es war nicht viel. Aber die Modelle, die jetzt schon existieren, die während der letzten Jahre gebaut worden sind,
haben die Banken immer als reine Intermediäre. Das heißt, das sind dann also Institutionen, die lediglich dazu dienen, zwischen den Sparern und den Investoren als Intermediär zu dienen. Das ist eine vollkommen zweitrangige Funktion des Banksystems. Das ist lediglich eine Konsequenz der Geldschöpfung, Geldschöpfungsfunktion. Das ist etwas, was wir in unserem theoretischen Modell auch konsequent darstellen, und das ist auch in der Arbeit diskutiert. Und das ist, was wir in dem Modell machen, ist, wir bauen zunächst einmal ein Modell des gegenwärtigen Finanzsystems. Und das ist nicht nur ein Modell, das ist ein Lego-Modell oder sowas, das können Sie auch vergessen. Nein, das ist wirklich nicht nur ein Spielzeug, sondern es ist ein Modell, das wir ganz diszipliniert, kalibriert haben, um zum Beispiel die Größe des US-Finanzsystems, seine Komponenten, die Realwirtschaft, alle realistisch zu erfassen. Man kann dann über diesen Realismus streiten, haben Sie da die richtigen Nummern benutzt, um das zu parametrisieren, aber zumindest mal haben wir das Allerbeste gemacht, was wir konnten. Und dann haben wir eine zweite Wirtschaft konstruiert, die unter Vollgeld operiert. Ja, und dann werden wir dann eine Übergangszeit darstellen, wo die Wirtschaft sich von dem einen zu dem anderen System hinentwickelt. Das ist also das, was wir machen. Und unter dem Chicago-Plan wird die Geldschöpfung durch private Kreditinstitute unmöglich. Geld und Kredit sind nicht mehr durch Bilanzen eng miteinander verbunden, und Geld und zu einem gewissen Grade auch Kredit kann jetzt von der Wirtschaftspolitik, von dem Finanzministerium oder der Zentralbank kontrolliert werden. So, da gibt es also einige Punkte, wo ich mit Richard Werner zum Beispiel teilweise übereinstimme. Und in dieser Welt sind Banken dann wirklich Intermediäre. Die müssen wirklich zunächst einmal darauf warten, dass jemand bei ihnen Reserven lässt. Und dann, wenn die Reserven erstmal in der Bank sind, dann kann die Bank die Reserven ausleihen. Ich muss Ihnen sagen, das dauert länger, wenn ich in Deutsch spreche. Deswegen mit den 20 Minuten wird es schwierig. Der zweite Vorteil ist, dass es keine Bankruns mehr gibt, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, die Geldverbindlichkeiten der Banken müssen von öffentlichem Geld gedeckt sein. Das ist natürlich die Definition des Chicago-Plans, aber das reicht nicht. Es ist auch notwendig, dass die Kreditaktiva des Banksystems von Verbindlichkeiten finanziert werden müssen, die sich nicht zu einem Quasi-Geld entwickeln können. Das war zum Beispiel für Henry Simons eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn ansonsten könnte das Vollgeldsystem ja sabotiert werden und durch Quasi-Geld könnte dann, das Vollgeld könnte durch Quasi-Geld dann verdrängt werden. Und da gibt es drei Möglichkeiten, das zu machen. Eins ist, dass die Verbindlichkeiten des Kreditsektors aus Krediten vom Staat besteht, und das ist auch teilweise in unserem Modell der Fall. Das zweite ist, dass auf der Liability-Side von der Bilanz die Bank also lediglich von Eigenkapital finanziert ist, und ich würde das zum Beispiel für kurzfristige Kredite befürworten. Wenn die Bank sich in kurzfristigen Krediten engagiert, dann müsste das also durch Eigenkapital gedeckt sein. Aber es könnte immer noch Zeiteinlagen geben, aber da muss man dann ganz streng darauf aufpassen, dass solche Zeiteinlagen nicht wieder zu Geld werden können. Und in unserer Arbeit reden wir also darüber, es gibt einige Möglichkeiten, das zu verhindern. Das sollte man nicht als einen Grund verwenden, den Chicago-Plan abzulehnen. Die nächsten Vorteile des Chicago-Plans haben etwas mit Bilanzen und Schulden zu tun. Und da werde ich, anstatt das in Worten hier darzustellen, werde ich sofort mit Bilanzen darstellen. Dies ist unsere Darstellung des gegenwärtigen US-Finanzsystems, und zwar das Banksystem
und das Shadowbank-System, das, wie nennt man das in Deutsch, weiß ich nicht, Schattenbank. Und zwar ist das, und die, alle Zahlen hier sind im Prozent des Bruttosozialproduktes. Das heißt, auf der Aktivseite gibt es ungefähr 20% Staatsanleihen, 80% Kredite für produktive Investitionen und 100% Kredite für Hypotheken, für Häuser und auch kurzfristige Kredite an Haushalte und Firmen. Und das haben wir also ganz sorgfältig recherchiert, um diese, mit diesen Nummern, um diese Nummern zu kalibrieren in dem Modell. Und dann gibt es hier also die Deposits und dann gibt es noch das Bankeigenkapital. Was macht der Chicago Plan? Der Chicago Plan sagt, diese Deposits hier, die müssen jetzt 100% durch Reserven öffentlichen Geldes abgedeckt sein. Aber diese Reserven bestehen ja nicht und die können sich die Banken zu diesem Zeitpunkt dann also lediglich vom Staat, vom Finanzministerium leihen. Das heißt, auf der anderen Seite der Bilanz ist hier dieses Treasury Credit, das ist eine Anleihe der Banken vom Staat. Das war der erste Schritt und dann können wir das hier so ein bisschen umstellen, dass wir also die Einlagen und die Reserven direkt gegenüberstellen. Das verändert sich also nicht. Aber dann gibt es noch einen weiteren Schritt hier. Zunächst einmal ist das hier eine ganz dicke Linie, das heißt also, da ist eine Trennung zwischen dem Geld- und dem Kreditsystem. Das Geld ist also lediglich für das Zahlungssystem hier und für die Kredite wird diese Bank dann also immer noch Investitionskredite vergeben, aber ich habe hier angenommen, dass alle diese kurzfristigen und Haushypotheken und so weiter, kurzfristigen Kredite und Hypotheken getilgt worden sind und auch die Staatsverschuldungen zu dem, in dem Maße, wie sie vom Bankensystem gehalten werden. Und zwar, was hier angenommen worden ist, ist, dass der Staat diesen Treasury Credit an die Bevölkerung verteilt, als eine Bürgerdividende sozusagen. Wird ausgezahlt auf private Konten. Diese privaten Konten können aber nur dazu verwendet werden, zunächst einmal, um alle bestehenden Privatschulden zurückzuzahlen. Wenn was übrig bleibt, dann kann man das noch als Einlage benutzen und wenn nichts übrig bleibt und man immer noch Schulden hat, dann hat man halt immer noch Schulden. Ja? Was der Staat also jetzt hier gemacht hat, der hat zunächst mal 20% des Bruttosozialproduktes an eigenen Schulden getilgt, der hat 100% des Bruttosozialproduktes an privaten Schulden getilgt und er hat immer noch 71% des Bruttosozialproduktes an Forderungen an das private Geldsystem. Und längerfristig wird sich das sogar noch erhöhen. Und was die Nettoverschuldung des Staates ist dann also 60% steht noch, wird noch von Nichtbanken gehalten hier, 71% ist die Verschuldung der Banken an den Staat. Das heißt, die Nettoverschuldung des Staates zu diesem Zeitpunkt ist negativ. Keine Probleme mehr mit Staatsverschuldung und auch sehr viel geringere Probleme mit privater Verschuldung. Da sind also ganz gewaltige Vorteile für die Schuldenlast. Und die Schuldenlast, es gibt ja neue Forschungsergebnisse nach der, ich habe da selbst zu beigetragen, Arbeit über die Ungleichheit und wie die Ungleichheit und die Schuldenlast letztlich zu der Krise beigetragen haben. Diese Schuldenlast wird hier jetzt also ganz gewaltig verringert. Für den Staat gibt es dann auch noch eine Bilanz. Der Staat fängt an mit irgendwelchen Aktiva, ich weiß nicht, was das ist, und 80% Staatsverschuldung, das ist die gegenwärtige Situation. Dann ist hier also die Kehrseite der Medaille, wenn der Chicago-Plan kommt, dann der Staat hat also jetzt ein Aktivum, eine Forderung ans Bankensystem und auf der Passivseite sind diese Reserven. Und das Wichtige, was man da jetzt bemerken muss, ist, dass dieses Geld, diese Reserven keine Schuld des Staates sind. Die sind im Grunde genommen Eigenkapital. Die haben dieselbe Funktion wie Eigenkapital. Und wenn man sich einmal anschaut, wie zum Beispiel die Münzherausgabe durch das US-Finanzministerium in den öffentlichen
Accounts, wie heißt das, in den öffentlichen Bilanzen, wie das gehandhabt wird, wird die Münzprägung als Einnahme gehandhabt. Das ist, da gibt es keine Schuld mehr danach. Das ist im Grunde genommen wie Eigenkapital. Und das ist natürlich nur ein Klecks, die Münzprägung. Hier reden wir über fast 200% des Bruttosozialproduktes. Ja? Und natürlich, wenn der Staat dann Privatschulden tilgt, wird das noch etwas zurückgehen, aber die Staatsbilanz, wenn das alles vorbei ist, trotz dieser Bürgerdividende, sieht gewaltig besser aus, als sie am Anfang aussah. Ja? Und hier ist das alles nochmal in Worten, aber ich will nur die wichtigsten Fakten hier erwähnen. Die Netto-Staatsverschuldung geht von 80% auf minus 30% auf längere Sicht zurück und für den Privatsektor von 180% auf 90% des Bruttosozialproduktes. Das waren die vier Vorteile, die auch Irving Fisher schon festgestellt hat, ohne neoklassisches Modell, ohne Mathematik, ohne Gleichungen. Aber wir haben noch zwei weitere gefunden, und zwar ein Wachstum des Bruttosozialproduktes kumulativ um etwa 10%. Die 10% müssen Sie nicht so ganz ernst nehmen, da kann man über die Zahlen noch streiten, wie wir das Modell kalibriert haben. Bitte? Nein, eine einmalige Erhöhung, die auch über viele Jahre hinweg sich ergeben wird. Das heißt, so dramatisch, ja, für jedes einzelne Jahr ist es so dramatisch nicht. Aber 10% ist natürlich eine Menge. Ne? Warum? Aus drei Gründen. Wenn die Schuldenlast geringer ist, werden die Zinsen geringer. Und zwar gibt es dafür auch empirische Belege, und die sind auch in unserer Arbeit zitiert. Geringere Zinssätze führen zu mehr Investitionen. Zweitens. Weil der Staat in dieser Volkswirtschaft 180% des Bruttosozialproduktes an Geldmenge verwaltet und diese Geldmenge mit dem Wachstum auch anwachsen muss, und ich habe hier ein Wachstum von real 2% pro Jahr angenommen, das heißt, die Geldmenge muss auch real 2% pro Jahr anwachsen, das heißt, ungefähr 3,6% des Bruttosozialproduktes kann an neuem Geld gedruckt werden, jedes Jahr, ohne jedwede Inflation. Das hat mit Inflation überhaupt nichts zu tun. Lediglich, weil die Wirtschaft mehr Geld braucht. 3,6% ist zwar nicht riesengroß, aber es ist genug, um die Steuersätze ganz erheblich zu senken. Und geringere Steuersätze führen in einem solchen Modell und auch in der Wirklichkeit zu mehr Aktivität in der Realwirtschaft. Drittens, in dieser Wirtschaft vor dem Chicago Plan kann das Geld nur durch Kredit geschaffen werden. Kredit erfordert allerdings, dass sich die Kreditwirtschaft ständig damit beschäftigt, ob die Kredite denn auch zurückgezahlt werden. Das heißt, da arbeiten Unmengen von sehr intelligenten Leuten lediglich daran, sich zu versichern, dass die Banken auch ihr Geld zurückbekommen. Wenn man das durch ein Vollgeldsystem ersetzt, ist das alles nicht mehr nötig, weil das Geld ohne den Kredit geschaffen werden kann. Diese Leute können alle entlassen werden und können als Ingenieure studieren und was Nützliches machen. Und ich habe 5 Jahre als Bankier gearbeitet. Ich sage das also nicht, weil, naja. So, das war dann Nummer 5. Nummer 6. Liquidity Traps, das ist natürlich im Moment eine ganz brisante Frage. Liquidity Trap heißt, wird auf verschiedene Art und Weise definiert, aber es geht immer darum, dass durch die Geldpolitik die Wirtschaft nicht mehr stimuliert werden kann. Und das kann zwei verschiedene Formen annehmen. Zunächst mal, wenn man meint, man müsste mehr Geld in die Wirtschaft reinkriegen, Kredit, wie Richard Werner das gesagt hat, dann kann man das in dem gegenwärtigen System nur dadurch machen, dass man den Banken mehr Geld gibt und dann hofft, dass die Banken das dazu verwenden, mehr Privatgeld zu schaffen, Giralgeld zu schaffen.
In diesem System kann die Regierung das Giralgeld oder das Geld direkt kontrollieren. Dieses Problem existiert nicht mehr. Die zweite Manifestation von der Liquiditätsfalle ist, dass die Zinssätze nicht mehr weiter gesenkt werden können, weil die können nicht unter Null gehen. Was wir also in unserem Modell zeigen, ist, dass der Zinssatz, der von der Regierung in dieser Welt kontrolliert wird, ist ein ganz anderer. Das ist nicht der Zinssatz auf Staatsverschuldungen, sondern der Zinssatz auf die Anleihen, die die Banken beim Staat aufnehmen, um sich für Investitionskredite zu refinanzieren. Ein solcher Zinssatz ist nicht irgendein Investition, das ist kein Investitionsinstrument, in das Leute investieren können als Alternative zum Geld. Das heißt, der Zero Lower Bound existiert da überhaupt nicht. Das heißt, ein solcher Zinssatz kann auch über den Wirtschaftszyklus hinweg hin und wieder mal ins negative Territorium gehen, das macht überhaupt nichts aus. Man muss da natürlich Arbitrage vermeiden, dass die Leute irgendwie an dieses superbillige Geld kommen können für irgendetwas anderes als Investitionskredite, aber im Grunde ist das kein Problem. Glaube ich, meine ich jedenfalls nicht. Wenn die nominalen Zinssätze ins negative Territorium gehen können, hat das in den negativen Bereich gehen können, hat das Vorteile. Im gegenwärtigen System müssen wir immer darauf aufpassen, dass die Geldpolitik genug Spielraum hat, um die nominalen Zinssätze auch noch ein bisschen senken zu können, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Die einzige Art und Weise, in der man das erreichen kann, für einen gegebenen Realzinssatz, ist, dass es genug Inflation gibt, im Normalfall, dass es genug Inflation gibt, damit es da auch noch Spielraum gibt. Und da war zum Beispiel in den letzten Jahren diese Diskussion, wie viel an der Inflation Targeting, wie viel Inflation sollte denn die Zentralbank anpeilen im Durchschnitt? Und das sollte vielleicht etwas höher werden. Und das ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Und das heißt, man kann die Inflation auf Null senken, ohne jedes Problem. Hier will ich mal etwas schneller machen. Nachteile des Chicago Plans. Der einzige Nachteil, den ich sehe, es ist nicht einfach, von hier nach dort zu kommen. Da könnte es eventuell Turbulenzen geben und da muss man gut drüber nachdenken, wie man das macht. Aber ich glaube, wenn man sich die Vorteile ansieht, die auf längerfristige Sicht da zu erreichen sind, die ich Ihnen gerade dargestellt habe, lohnt es sich zumindest, darüber nachzudenken. Wie viel Zeit habe ich noch? Gar keine. Eine Minute. Ja, da wollte ich Ihnen das Modell noch vorstellen, aber dann komme ich dazu nicht. Dann zeige ich Ihnen einfach die Simulation des Modells. Und zwar hier geht es um den Übergang von einem System aufs andere. Und zwar haben wir hier 60 Quartale auf der horizontalen. Was also dann passiert ist, durch den Chicago Plan zunächst mal wird die Inflation gesenkt, weil es ganz einfach ist, 0% Inflation in einer solchen Welt zu haben. Die Realzinsen sinken um 2-3% real. Die Steuersätze sinken um 5-6 Prozentpunkte für die Steuern auf Kapital und auf die Arbeit. Und all das stimuliert gewaltig die Wirtschaft, vor allen Dingen die Investitionen. Das Bruttosozialprodukt auf längere Sicht, das dauert natürlich einige Jahre, Jahrzehnte sogar, bis es wirklich voll sich durchgeschlagen hat, zusätzliches Wachstum von 10%, Output von 10%. Das habe ich Ihnen hier schon erklärt, da kann ich auch drüber weg. Jetzt noch die Konjunkturzyklen. Hier habe ich also Konjunkturzyklen simuliert, und zwar in der Art und Weise, dass über 3 Jahre hinweg die Banken aus Gründen, die nicht ganz offensichtlich sind, einfach optimistischer sind und mehr Kredite vergeben wollen, und nach 3 Jahren ändern sie auf einmal aus irgendeinem anderen Grund ihre Meinung. Ne? In einem solchen Modell wie in diesem wird das zunächst mal dazu führen, dass das Bruttosozialprodukt ansteigt, und das ist begleitet von einem gewaltigen Anstieg der Kredite. Weil die Banken auf einmal meinen, ihre potenziellen Schuldner sind wahrscheinlicher, dass sie zurückzahlen können in der Zukunft. Aber was ich jetzt hier mache, ist, das zu vergleichen, diesen Schock
den die Banken da haben, zu vergleichen mit einem anderen, mit demselben Schock, wo ich das System verändert habe, wo ich also jetzt den Chicago-Plan habe. Und zwar wird da der Zinssatz für Investitionskredite indirekt kontrolliert von der Regierung. Und zusätzlich gibt es noch etwas wie Quantitative Lending Guidance, was Richard Werner hier erklärt hat. Das heißt, wir wollen da mal die schwarze mit der roten Linie hier vergleichen und die blaue werde ich mal nicht drüber reden. Was hier passiert an der mit Quantitative Lending Guidance, da zwingt man die Banken einfach dazu, wenn sie mehr Kredite vergeben wollen, dann müssen sie auch mehr Eigenkapitaldeckung anhäufen als im Normalzustand. Das heißt, diese Basel-Regeln für das Kapital, die wir jetzt haben, ich nehme da an, dass die relativ aggressiv werden und dass die Banken da das Eigenkapital um etwa 5% Punkte erhöhen müssen. Und wenn dann die Krise kommt und die Banken auf einmal meinen, es wäre nicht mehr so gut bestellt mit ihren Gläubigern, dann bricht natürlich das Bruttosozialprodukt ganz gewaltig ein. Aber wenn man dieses Quantitative Lending Guidance und den Chicago-Plan hat, dann sind die Banken zu dem Zeitpunkt sehr gut kapitalisiert und können das also ganz einfach wegstecken. Und nicht ganz einfach, aber sie können das wegstecken. Und zusätzlich haben sie während der ersten 3 Jahre gar nicht so viel Geld verlieren, weil es teurer war, weil sie das Eigenkapital anhäufen mussten. Das heißt, die Fluktuationen des Bruttosozialproduktes, das ist natürlich hier nur illustrativ, aber sind ungefähr nur halb so groß wie unter dem anderen System. Und hier ist meine allerletzte Slide, glaube ich. Ja. Was wir also in dieser Arbeit herausgestellt haben, ist, dass der Übergang zu 100% Reserve Banking ganz große Vorteile haben würde. Und diese Vorteile gehen sogar darüber hinaus, was Frederick Soddy, Henry Simons, Frank Knight, Irving Fisher und so weiter in den 30er Jahren behauptet haben. Viele Details dieser Analyse bin ich vollkommen dazu bereit, das zu diskutieren, vor allen Dingen quantitativ. Das ist immer nicht so einfach, das zu kalibrieren, aber wir haben wirklich den besten Job gemacht, den wir konnten. Aber ich glaube, dass die Hauptresultate sehr robust sind. Wo man sich jetzt drüber Gedanken machen muss, wenn man das wirklich mal implementieren wollte, ist, wie kommen wir von hier nach dort? Und zweitens, wenn wir dort sind, wie versichern wir uns, dass die Banken dann nicht die Regulation, die Regeln brechen und wieder Quasi-Geld schaffen? Das wäre eine zweite wichtige Frage. Aber ansonsten gibt es gewaltige Vorteile. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kumhoff. Ihr Deutsch war hervorragend, gar keine Probleme. Ich lasse noch 2 Fragen zu, dann müssen wir leider weitermachen. Bitte. Ja, schönen Dank, Herr Kumhoff. Mein Name ist Alex Hornung, ich bin noch Banker und jetzt kommt es noch schlimmer. Ich bin in Bank in Luxemburg, im Treasury-Bereich. In welchem Bereich? Im Treasury-Bereich, im Geldhandelsbereich. Und vor 2 Wochen habe ich mir erlaubt, Ihre Arbeit zu zitieren an die Geschäftsleitung. Ich habe keine Reaktion bekommen. Deshalb meine Frage: Welche Reaktionen haben Sie von den Zentralbanken oder bekommen Sie überhaupt, bekommt Ihr Arbeit? Ich trage diese Arbeit am Montag an der EZB vor und in einem Monat an der englischen Zentralbank. Ich habe von der Federal Reserve noch keinen Pieps gehört. Aber ich glaube, das kommt auch noch. Ich habe einige E-Mails ich habe einen ganz intensiven E-Mail-Wechsel gehabt mit sehr Senior Policymakers. Ja, ganz Senior Policymakers, nicht hier, sondern in England. Nicht die allerhöchsten, aber Leute mit sehr viel Verantwortung, die haben sich sehr dafür interessiert. Ich habe auch sehr viel mit Charles Goodhart, der ist ein ganz bekannter Professor in England, sehr viel darüber gesprochen, werde die Arbeit an der LSI in seiner Gruppe vortragen. Das heißt, es gibt also eine ganz aktive Diskussion darüber. Eben hat ja eingangs im Vortrag Nummer 1 Herr Pönkert gesagt, ja, wenn wir eine Wachstumsrate kleiner als der Zinsrate haben, dann haben wir ein Problem und
gegen Ende des Vortrags sagte er, seiner Meinung müssen wir uns darauf vorbereiten, auf einen geordneten Rückzug. Und ich glaube, damit hat er recht. Und insbesondere, wenn man sich mal anschaut, so die Energie als Produktionsfaktoren und dann in den nächsten 20, 30 Jahren irgendwie das Öl und das Gas und die Kohle irgendwie ein bisschen knapp werden oder ein bisschen weniger werden und dann einfach der Gradient wechselt, ist jetzt meine Frage, reicht der Chicago-Plan, um den geordneten Rückzug zu organisieren oder brauchen wir noch weitere Mechanismen? Vielleicht sollten Sie mit mir kommen. Ich gehe ja heute Abend zu einer anderen Konferenz und werde da einen Vortrag halten. Da ist nur ein Drittel über den Chicago-Plan, ein anderes Drittel über die Ungleichheit und wie sie zu Krisen beiträgt. Und das andere Drittel ist genau über das, was Sie gerade gefragt haben. Es geht um die Energiefrage und wie die Energie eventuell in der Zukunft das Wachstum behindern könnte. Das ist mein dritter Forschungsschwerpunkt. Und ich habe da also ganz gewaltige Bedenken, dass das Wachstum in der Zukunft vielleicht nicht mehr so möglich ist wie bisher, obwohl die Debatte ist da noch sehr, sehr intensiv. Und mit dem Chicago-Plan wäre zumindest einmal die Möglichkeit gegeben, dass sich die Regierung, wenn sie das zu irgendeinem Zeitpunkt einmal anerkennen sollte, dass es da Probleme gibt, dass sich die in sehr viel rationalerer Weise mit diesem Problem auseinandersetzen könnte und nicht darauf angewiesen wäre, wie die Finanzmärkte denn diese Situation einschätzen. In einer Situation, wo das Wachstum bedroht ist, ist Public Policy noch sehr viel wichtiger als während Phasen, wenn es viel Wachstum gibt. Das heißt, die Fragen sind nicht ganz direkt miteinander verwandt, aber ich glaube, unter einem solchen System wie hier, verbunden mit einigen der Sachen, die Richard Werner gesagt hat, ich stimme mich mit ihm nicht in allem überein, aber mit vielen Bereichen, da könnte man das Management dieser Situation, die Sie befürchten und die ich persönlich auch befürchte, sehr viel verbessern. Aber ansonsten sind im Grunde getrennte Fragen, aber nicht ganz. Okay, herzlichen Dank, Herr Kumhoff, nochmal fürs Kommen.